Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zurück hier auf dem Seekrautskanal. Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Schiffseinweisung zur Hayate, T-10-Zerstörer der japanischen Marine, ganz frisch ins Spiel gekommen für 2 Millionen Free XP und ich möchte euch den hier einmal ausführlich vorstellen. Geschichtlich gesehen gibt es da nicht viel zu erzählen. Es ist am Ende hier ein Shimakaze-Rumpf, wo verbesserte Türme der Shimakaze aufgebaut wurden, die irgendwo als Entwurf in einem Archiv gefunden wurden. Und darum hat World of Warships gesagt, wir machen daraus ein separates Schiff. Das ist hier auch die Besonderheit. Die Artillerie dreht schneller und lädt schneller nach. Dazu kommen wir gleich. Dafür verzichten wir eben auf einmal Torpedowerfer. Und das charakterisiert dieses Schiff am Ende auch. Es ist genau in der Mitte angesiedelt zwischen Harugumo und Shimakaze. Es kann weder so gut Gun wie die Harugumo, noch so gut Torpedo wie die Shimakaze. Aber es ist genau ein Mittelding, was durchaus Spaß machen kann. Ob es 2 Millionen Free XP wert ist, werdet ihr am Ende dieses Videos hoffentlich besser beurteilen können. Schauen wir uns einmal die Umsetzung von World of Warships an. Hier gucken wir ganz kurz über die Panzerung drüber. Das sind hier 19 mm typisch und oben haben wir eben die 6 mm, 13 mm ja, Panzerung, die eben auf diesen TDs üblicherweise der Fall ist. Große Anfälligkeit gegen HE und SAP, das sage ich jedes Mal wieder, aber es gibt auch immer wieder neue Zuschauer, die das vielleicht noch nicht so kennen. Ne, das ist immer das größte Übel für euch als Zerstörer. AP kann man vielleicht einen Ticken länger aushalten, kommt drauf an, wer und wie auf einen schießt. Nichtsdestotrotz, Beschuss ist immer doof für einen Zerstörer, also versucht am besten zu vermeiden, das wäre das Tollste. Ja, ich schicke euch jetzt dann direkt ins Gameplay und werde dazu dann die Daten, die wir hier haben, mit euch vergleichen zusammen, euch ein bisschen mitnehmen. Wie steht das Schiff eigentlich im Vergleich zu anderen DDs auf der Stufe 10 da? Ganz besonders möchte ich es mit den japanischen DDs vergleichen, aber ab und zu machen wir so ein paar Abschweifungen auch in Richtung anderer Nationen bei den Zerstörern. Ganz kurz zum Gameplay. Ihr seht ein T-10-Gefecht und wir versuchen, alle möglichen Facetten der Hayate zu beleuchten. Das sollte in diesem Gameplay eigentlich auch gelingen. Und ihr sollt danach in der Lage sein, besser zu beurteilen, ob die Hayate euch liegt oder eben nicht. In Verbindung natürlich mit Daten. Die braucht man einfach. Fangen wir mit der Überlebensfähigkeit an. Trefferpunkte haben wir hier in meiner Version. Die ganzen Werte, die ich euch jetzt hier vorgebe, sind geskillte Werte. Aber wir setzen auch immer wieder die Stockwerte so ein bisschen in den Vergleich. Trefferpunkte 24.300. Stockmäßig sind es eben 20.800. Und damit befinden wir uns im Mittelfeld, genau zwischen Harugumo und Shimakaze. Und wenn man alle Zerstörer so ein bisschen betrachtet, sind wir so auf Z52 Niveau. Also nicht wenig Trefferpunkte, aber eben auch nicht besonders viele. Dachtet eben schon, die Artillerie, die ist hier für mich das Besondere, was ich hier verbessern möchte. Wir haben hier Shimakaze-Türme drauf in einer verbesserten Version. Wir haben hinten zwei Türme, vorne ein Turm. Jeder hat zwei Rohre, 127 mm Kaliber. Und in meiner Version habe ich hier 3,2 Sekunden Ladezeit. Das ist dann mit Adrenalinrausch nachher noch ein bisschen weiter runter skillbar. Die Dauer der 180-Grad-Kehre sind dann 11,5 Sekunden. Wir sind mit dieser Ladezeit aber immer noch nicht so schnell wie die der Harugumo, aber deutlich schneller als die der Shimakaze logischerweise. Die Shimakaze hat auch eine deutlich langsamere Turmdrehzeit von über 22 Sekunden stockmäßig. Wir haben jetzt hier 11,5 Sekunden. Also die Türme, diesen Vorteil merkt man einfach schon und genau deswegen möchte ich es auch verbessern. Aber nicht nur deswegen, weil wir haben hier was Besonderes. Wir haben hier nämlich den höchsten HE-Granaten-Alpha-Damage im Spiel. Und zwar auch gegenüber der französischen Zerstörern und so weiter. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach ein großer Vorteil, gepaart mit der hohen Brandwahrscheinlichkeit, die ihr habt. Nämlich stockmäßig 9%, skillbar bis auf 12%. Ich habe mich jetzt hier für einen Mittelweg entschieden und habe jetzt erstmal 10% ausprobiert. Komme damit eigentlich schon supermäßig klar. Die Panzerungspenetration der HE-Granate ist 21 mm, das heißt, es entspricht ein Sechstel Penetration, wie das so schön heißt, Kaliber geteilt durch 6 und dann müssen wir noch runden, auf- oder abrunden und dann kommen wir auf diese Durchschlagskraft. Aber wie gesagt, ihr werdet häufig mit dieser Skillung an Inseln stehen oder halt im Nebel und einfach Gas geben auf anderen Zerstörern. Und andere Kreuzer und andere Schlachtschiffe. Darum habe ich hier auch die Feuerreichweite auf 13,9 Kilometer erhöht. So könnt ihr nämlich außerhalb des Radars von 12 Kilometer bleiben und eine Moskwa und so weiter trotzdem vernünftig nerven mit euren Granaten. Und mir macht es persönlich so
ziemlich viel Spaß, liegt auch an der guten Flugbahn der Granaten. 915 Meter pro Sekunde, AP oder HE ist egal, sind gleich schnell. Ist ein relativ direkter Schuss, also man muss das jetzt immer in Verhältnis sehen. Es gibt sicherlich mit der Kleber noch direktere Schüsse oder auch höhere Mündungsgeschwindigkeiten bei der Harugumo, aber bei den Franzosen, bei der Massot zum Beispiel, hat man erstmal, man schießt bis zum Mond und dann kommen die Granaten wieder zurück. Hier ist es doch meiner Meinung nach deutlich angenehmer. Seht ihr ja auch im Gameplay, wie die Flugbahnen so sind auf den verschiedenen Entfernungen. Dann kommen wir noch zur AP-Munition. Die hat ja immer noch ein bisschen was mit Abprallwinkel und wie die ganze Geschichte so läuft, erkläre ich euch jetzt. Wir haben hier auf 13 Kilometer 41 mm Panzerungspenetration, auf 10 Kilometer 61 mm und auf 5 Kilometer können wir 122 mm Panzerung mit der AP-Granate überwinden. Die ganzen Granaten AP haben Standard-Abprallwinkel, 0 bis 30 Grad gibt es keine Penetration. Ganz normaler Abpraller sozusagen. 30 bis 45 Grad habt ihr die Chance auf Pen, aber eben auch die Chance auf Abpraller. Das ist RNG-lastig. Und ab 45 bis 90 Grad fängt die ganz normale Penetrationsabfrage an. Und ihr müsst mindestens 21 mm Panzerung penetriert haben, bevor der Zündverzögerer von 0,01 Sekunde auslöst. Und dann macht ihr im Optimalfall eben den Alpha-Damage von 2200, aber nur, wenn ihr eine Zitadelle dann trefft. Sonst macht eben ein Drittel Penetration oder ein Drittel Schaden bei einer normalen Penetration. Ja. Die Granate, wenn sie sich durch die gegnerische Panzerung bohrt, verbessert ihren Winkel um 10 Grad. Das nennt man Normalisierung in World of Warships. Und ja, das sind die Eigenschaften, die wir hier haben. AP würde ich also sehr, sehr selten schießen, muss ich ganz ehrlich sagen. AE ist wahrscheinlich euer hauptgenutzte Granatentyp auf diesem Zerstörer. Allgemein die Genauigkeit hat, wie gesagt, Sigma 2.0 auf 120 Meter maximale Streuung bei einer Kampfentfernung von 13,9 Kilometer. Also ich persönlich finde die Artillerie hier ganz attraktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ist längst nicht so gut wie die Harugumo, aber eben auch nicht in Anführungsstrichen so schlecht wie die der Shimakaze. Dann kommen wir schon zu unseren Torpedowerfern und da sind wir dann wieder ja auch in der Mitte. Ne? Shimakaze hat 3 Torpedowerfer, die Harugumo hat nur einen. Wir haben hier 2 Stück, 2x5 Torpedo, also 10 maximal im Wasser. 12 Kilometer ist hier die maximale Torpedoreichweite und ich habe es hier mit dem Modul in Slot 3 verbessert. Darum komme ich hier auf 70 Knoten. Wir haben hier aber einen sehr, sehr hohen Alpha-Damage. 23.767, ja, versetzt uns in die Lage, wenn eine Salve richtig sitzt, ein Schiff einfach instant zu versenken. Das ist einfach mega. Nachteil ist die etwas höhere Erkennbarkeit der Torpedos. 1,7 Kilometer gehen die nämlich auf. Und da ich die Torpedos hier nicht weiter verbessert habe, außer die Geschwindigkeit, ja, dauert die Ladezeit hier 153 Sekunden. Das könnt ihr runterskillen, wenn ihr das möchtet, auf unter 2 Minuten. Das ist durchaus möglich, aber ihr müsst dann schon komplett auf Torpedo bauen. Und dann könnte man, ja, muss man halt überlegen, ob man nachher sogar noch das Verbrauchsmaterial Torpedo-Nachladebeschleunigung mit reinsetzt. Allerdings sehe ich das Ding hier nicht eher so als Torpedo-DD, gerade aufgrund der hohen Erkennbarkeit zu Wasser. Ne? Ihr kommt nicht weiter runter als 6,1 Kilometer. Deswegen habe ich mich hier auch eher für Gun entschieden. Dann geht es schon weiter bei der Flugabwehr. Bei der Flugabwehr habe ich jetzt hier in meiner Version mit der Schießgrundausbildung und der verbesserten Schießausbildung einen kontinuierlichen Schaden von 167. Ja, Mittel-, Kurz- und Langstrecke, die Werte seht ihr eingeblendet. Bis 5,8 Kilometer geht die Reichweite der Flugabwehr. Es ist mittelmäßig, würde ich sagen. Es ist nicht so, es ist nicht ganz schlecht, also nicht so wie die Summers oder die Benham oder so, sondern es ist einfach, ja, mittelprächtiger Wert, vorderes Mittelfeld, so ungefähr. Fühlt sich gar nicht so schlecht an, wenn ihr angeflogen werdet, rattern die Zahlen doch ganz gut, aber es ist natürlich auch keine Hallern oder Smallern oder so eine Sachen. Ja. Weiter geht's dann mit der Manövrierbarkeit und da bin ich allgemein nicht ganz so glücklich mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Höchstgeschwindigkeit sind 38,9 Knoten mit Sierra Mike. Mit dem Motorboost kommen eben dann nochmal 8% dazu. Wendekreis 750 Meter und das ist so ein... Das merke ich immer wieder, der Teil ist einfach träge, wenn man damit wenden möchte, wenn man damit umdrehen möchte, um halt mal an den Cap ranzufahren, den
Popo reinzuhalten, um damit zu cappen. Ja, das ist einfach ewig, bis ihr in Position seid und mit euren hinteren Geschützen könnt ihr euch auch viel besser verteidigen als mit euren vorderen Geschützen. Und das versuche ich immer gerne, mit dem Popo dann rückwärts in den Cap ranzufahren, vielleicht eine Insel links neben mir zu haben oder so eine Sachen. Dann kann man auch ein bisschen was riskieren. Aber es dauert eben lange, bis ihr in der Position seid. Dazu kommt noch die Ruderstellzeit von 4,6 Sekunden, was auch ja, eine ziemlich anstrengende Geschichte ist, um es mal so auszudrücken. Klar, die Harugumo ist da schlechter, die Shimakaze ist da typischerweise wieder besser. Aber ich habe es trotzdem in Summe mit dem Wendekreis und so weiter, ist das für mich einfach eine Kontrasache, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei der Verborgenheit haben wir die nächste Kontrasache, Erkennbarkeit zu Wasser 6,1 und dann die Erkennbarkeit zu Luft 3,1. Beides sind, ja, Luft ist schon ein mieser Wert, wie ich persönlich finde. Erkennbarkeit zu Wasser, ja, es gibt DDs, die sind deutlich besser erkennbar, also niedriger meine ich, ne, wie eine Shimakaze. Es gibt aber auch eben DDs, die ja weiter sichtbar sind. Allgemein, ja, ein Wert um 6 oder knapp unter 6 wäre schon cool gewesen, würde garantiert dem DD irgendwie ein bisschen besser stehen, finde ich. Auch da, ja, bei dieser Erkennbarkeit kann man eigentlich kaum vernünftig auf Torpedo fahren, wie ich persönlich finde, weil man einfach, für einen Torpedo-DD gehört die Erkennbarkeit unter 6 Kilometer. Meine persönliche Meinung. Kommen wir zu den Verbrauchsmaterialien bei der Hayate. Wir haben hier 3 Slots. Wir gehen nur auf die Premium-Version ein, weil die ja sowieso demnächst das Standardverbrauchsmaterial wird und dann eben kostenlos. Wir haben hier in Slot 1 ein Schadensbegrenzungsteam dabei, Standardwerte, nichts Besonderes. In Slot 2 gibt es hier Nebelerzeuger und Torpedo-Nachladebeschleuniger. Ich habe mich hier für den Nebelerzeuger entschieden, ist ab und zu mal ein gutes Rückzugsgebiet. Wenn man eben von Flugzeugen angeflogen wird, kann dem Team mal helfen, wenn man sich irgendwie zurückziehen muss, wenden muss oder so eine Sachen. Und außerdem kann man ihn ganz gut benutzen, um mal selber seine Gans in Position zu bringen, wenn mal gerade keine Insel in der Nähe ist. Außerdem kann man das austauschen, nämlich mit dem Torpedo-Nachladebeschleuniger. Wenn ihr als Torpedo-DD unterwegs seid, könnte das helfen, ja, dass ihr eben dann die doppelte Anzahl von Torpedos kurz nacheinander im Wasser habt. In Slot 3 gibt es dann eben den Motorboost. Ja, Standard 8%, 3 Aufladungen sind hier verfügbar. Ich habe hier keinen Inspekteur geskillt, das gilt auch bei dem Nebelwerfer, ne? Oder Torpedo-Nachladebeschleuniger. Überall würdet ihr noch eine Aufladung mehr bekommen, wenn ihr den Inspekteur hier auf dem Dampfer habt. Dann geht es schon weiter mit den Verbesserungen. Slot 1, Hauptbewaffungsmodifikation 1, Hauptbatterie und Torpedowerfer. Beides hat unser Boot, beides müssen wir verbessern. In Slot 2 habe ich mich hier für das Schutzsystem der Manövrierbarkeit entschieden. Ihr könntet hier auch die Motorboost-Modifikation auswählen. Damit ist der dann einfach länger aktiv. In Slot 3 gibt es die Torpedowerfer-Modifikation. Für mich sind diese Höchstgeschwindigkeit der Torpedos eigentlich sehr, sehr wichtig. Auch da der Torpedowerfer weniger häufig ausfällt und die Drehgeschwindigkeit des Torpedowerfers erhöht wird. Das ist passend. Diese 7%. Maximale Streuung der Hauptbatteriegranaten machen sich bei mir im Spielgefühl nicht so doll bemerkbar und deswegen habe ich mich eher für die Torpedowerfer-Modifikation entschieden. Wenn man ganz konsequent auf Gun geht, dann müsste man hier das Zielsystem auswählen, aber ich habe es jetzt, sage ich mal, bei 95% ungefähr, ne? Von der Skillung her Artillerie. In Slot 4 habe ich mich hier für die Antriebsmodifikation 1 entschieden. Wenn ich stehe, fahre ich schneller wieder an. In Slot 5 habe ich hier die Tarnsystemmodifikation drin, Erkennbarkeit des Schiffes um 10% gesenkt und die Streuung der Gegnergranaten wird um 5% erhöht, ist ein ganz wichtiger Punkt im Spiel. Und in Slot 6, wie ich das vorhin schon gesagt habe, Hauptbatteriemodifikation 3, die Ladezeit wird um 12% verringert, dafür wird die Turmdrehgeschwindigkeit um 13% verlangsamt. Das heißt, ihr braucht länger, um die Türme zu drehen. Hier sind es dann gut 1,5 Sekunden, ne? Das ist verkraftbar. Ja, dafür schießt man halt dauerhaft relativ zeitig oder relativ viel schneller. Dann haben wir hier natürlich auch Signalflaggen auf dem Dampfer drauf. Erste Reihe oben links, November Echo Set 7, mehr Flaggschaden. Dann gibt es natürlich die beiden Brandflaggen, India X-Ray und Victor Lima. Und in der Mitte habe ich natürlich Juliet Whiskey Una One. Wir haben hier schon die höchste Wassereinbruchswahrscheinlichkeit bei Torpedos in World of Warships, 406%. Das ist die Wahrscheinlichkeit, die in die Formel eingerechnet wird. Das heißt nicht, dass die automatisch jedes Mal eine Flutung bekommt, aber die ist bei japanischen DDs von der Shima und eben von der Hayate eben sehr, sehr
hoch, ne? Immer bei den 12 Kilometer Torpedos natürlich. Überall woanders sind die dann dementsprechend gering. Nur mal zum Vergleich, die Hallan hat nur 173% Flutungschance. Also es ist schon ja, ein außerordentlich hoher Wert. Genauso wie eben der Alpha Damage bei den 12 Kilometer Torpedos ein enorm hoher Wert, also der höchste in World of Warships. In der zweiten Reihe habe ich mich dann hier für November Foxtrot für Ladezettel-Verbrauchsmaterial, damit die eben schneller wieder parat sind, entschieden. Sierra Mike für mehr Höchstgeschwindigkeit und dann natürlich die typische Sache Anti-Deto-Flagge. Ja? Keine Explosionswahrscheinlichkeit mehr, also hat man eben selber detoniert. Und der Rest sind dann ökonomische oder andere Signale, die könnt ihr dann setzen, wie ihr selber wollt. Dann gibt es hier noch eine Tarnung, die mitgeliefert wird, wenn ihr euch dieses Schiff für 2 Millionen Free XP freischaltet. Typ 20 Tarnung, die Werte seht ihr eingeblendet. Ja, ist auf jeden Fall nochmal eine nette zusätzliche Sache. Und es gibt dann theoretisch aktuell, gibt sie sogar im Premium Store für 26 Euro. Hier in-game gibt sie für 8000 Dublonen, japanischer Lack. Sieht gut aus, aber das ist natürlich Geschmackssache zum Ersten und zum Anderen. Es bringt keine anderen Bonis mit. Ne? Das sind dieselben Sachen wie die Typ 20 Tarnung. Und aus meiner Sicht, wenn man effizient denkt und da auf Geld achtet, sollte man sich diese Tarnung nicht holen. Ja, es sei denn, die Optik ist halt wirklich eine ja, entscheidende Geschichte für einen selbst. Kommen wir zum Kapitän. Wer mein Bild nachbauen will, der sollte dann in folgender Reihenfolge skillen. Präventive Maßnahmen in der Reihe 2, dann gleich mit letzter Anstrengung. Ja, typischer DD-Skill muss auf jedem DD dabei sein. Dann in Reihe 3 habe ich mich hier für die Schießgrundausbildung entschieden. Ladezeit der Hauptbatteriegeschütze um 10% verkürzt und der kontinuierliche Flakschaden wird um 10% erhöht. Also ein Kombinationsskill, der auch Pflicht ist hier bei diesem Dampfer. Dann geht es weiter. Tarnungsmeister, 10% weniger Erkennbarkeit, also auch wichtig, um überhaupt an diese 6,1 zu kommen, die für mich ja immer noch ein Ticken zu viel sind, aber so ist das eben. Dann hat man 10 Skillpunkte vergeben, danach geht es dann weiter mit Experte der Überlebensfähigkeit, wenn man 13 Skillpunkte hat. Zwei weitere Skillpunkte heißt dann Adrenalinrausch, um davon zu profitieren, wenn ihr Schaden nehmt, wird die Ladezeit von Torpedowerfer und Hauptbatterie verkürzt und zu guter Letzt könnt ihr dann noch, wenn ihr dann 19 Skillpunkte zur Verfügung habt, eben verbesserte Schießausbildungsskillen, um eine höhere Reichweite zu haben mit eurer Artillerie, aber eben auch den Explosionsschaden der Flugabwehrgranaten zu erhöhen. Ihr könnt da alternativ auch sagen, da verzichte ich drauf und gehe dann lieber in den Inspekteur und skill dann oben vielleicht noch den Beschussalarm. Dann hätte man auch 4 Skillpunkte vergeben und ihr hättet mehr Verbrauchsmaterialien zur Verfügung. Ja, so ist mein Kapitän gebaut und jetzt kommen wir zum Pro und Contra. Als Pro bei diesem Schiff halt mir folgende Punkte notiert und das muss man halt in Kombination sehen, was das Schiff gesamt liefert. Der höchste HE-Alpha-Damage eines Zerstörers auf der Stufe 10, eine sehr hohe Brandwahrscheinlichkeit, sehr geringe Turmdrehzeit und eine sehr geringe Nachladezeit der Geschütze. Wenn man diese 4 Punkte zusammennimmt, hat man einen relativ starken Artillerie-Zerstörer, wie ich finde. Und genau deswegen habe ich diese Sache hier eben auch deutlich verbessert. Dazu kommt der sehr hohe oder der höchste Alpha-Damage der Torpedos zusammen mit den anderen 12-Kilometer-Werfer auf der Shimakaze. Die Torpedos sind ja quasi gleich, ja, nur dass die Shimakaze noch einen Werfer eben mehr hat. Und die höchste Flutungschance der Torpedos. Ja. All das sorgt eben dafür, dass man wirklich eine Menge Damage raushauen kann, wenn da mal ein Schiff sich in eure Salve verirrt, die ihr da durchs Wasser schickt. 70 Knoten schnell sind die Dinger, das ist also auch nicht gerade langsam. Und die Torpedoreichweite mit 12 Kilometer ist ganz annehmbar, wie ich persönlich finde. Dazu kommt die ja, relativ flache Flugbahn für die Projektile, die diese Hayati hier abschießt. Also da gibt es definitiv schlimmere Zerstörer à la Marceau, wo man dann doch ganz schön krass vorhalten muss, damit diese eben ihr Ziel treffen. Das ist hier bei der Hayati viel intuitiver, wie ich persönlich finde. Als Kontra die Erkennbarkeit zu Luft und zu Wasser habe ich mir hier notiert. Als Torpedo-DD ist die Erkennbarkeit mit 6,1 Kilometer zu Wasser meiner Meinung nach zu hoch. Die Erkennbarkeit zu Luft mit 3,1 ist auch boah, ganz schön anstrengend, gerade auch in Verbindung mit der relativ durchschnittlichen Flugabwehr. Das ist nämlich gleich der nächste Punkt. Es ist hier nur mittelmäßig, obwohl man relativ weit erkennbar ist. Die ist schlechter, die Flugabwehr, als die der Marceau, obwohl sie eine ähnliche Erkennbarkeit hat. Ja, das ist halt dieser Punkt. Und die Manövrierbarkeit dieses Schiffs ist für mich einfach relativ träge. Wir haben eine 4,6 Sekunden Ruderstellzeit und wir haben vor allen Dingen einen riesen Wendekreis mit 750 Metern. Ist der
ja, meiner Meinung nach recht riesig und ich brauche das eigentlich einen Ticken sportlicher. Und das habe ich mir auch einen Ticken erhofft, weil es am Ende ein japanischer Zerstörer ist und die eigentlich immer durch eine flinke Ruderstellzeit und einen relativ geringen Wendekreis sich ausgezeichnet haben. Aber auch damit liegen wir genau in der Mitte. Ne? Die Shimakaze ist bei beiden Werten besser, während die Harugumo in beiden Werten schlechter ist. Ja, bei der Ruderstellzeit und beim Wendekreis. Also das sind einfach so diese Punkte. Man merkt einfach, die Hayate ist ein Zwitter von beidem, kann man sagen. Und darum komme ich auch zu folgendem Fazit. Wer die Harugumo und die Shimakaze hat, braucht die Hayate auf keinen Fall, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja, am Ende ist das ein Schiff, was beides gut kann, aber niemals so gut wie eine Harugumo, wenn man auf Gans geht, oder so gut wie eine Shimakaze, wenn man auf Torpedos geht. Und deswegen sind die 2 Millionen Free XP aus meiner Sicht im Moment zumindest die Sache nicht unbedingt wert. Also wer nicht gerade irgendwie 4 Millionen übrig hat oder so eine Sache und dann einfach nochmal 2 Millionen Reserve hat oder so, der muss die 2 Millionen definitiv nicht ausgeben, weil er nichts erhält, was er nicht eh schon hat. Es ist ein Nischenschiff und das wird es wahrscheinlich auch bleiben. Für alle Sammler stellt sich natürlich die Frage nicht. Die Idee wird auch bei euch natürlich dann im Hafen landen müssen. Über kurz oder eben lang. Jetzt hoffe ich, dass euch diese Schiffseinweisung wieder gefallen hat. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, Kommentar da lassen, natürlich einen konstruktiven. Und dann Kanal abonnieren. Ja, uns weiterempfehlen bei euren Freunden oder Freundinnen, die World of Warships spielen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Bis dahin und danke für eure Zeit, sagt das Siegkreuz-Team und meine Wenigkeit Andi. Haut rein, ciao, ciao.